ich finde Spaß. Hä, warum heißt das hier auf einmal, hä? Wir waren noch nicht in einer Höhle. Wir waren noch nie in einer Höhle. Hey, was geht denn hier, wenn ich jetzt... Ein Opfer, Mann, ich meine, was ist hier los? Sollen wir auf dich schießen? Damit wir haben... Schau mal, hey, schau mal, Mock ist auch da. Guten Abend. Herr Butcher, ich glaube, der ist ein bisschen verwirrt, der Mann da. Guten Abend. Servus. Ja, frag mich schon so. Servus. Was machst du denn hier? Ich bitte dich. Geh zurück, bitte. Hallo, guck mal, es gibt Menschen. Die haben eine Geschichte hinter sich, ja? Du kannst hier ruhig sitzen bleiben. Bleib hier ruhig sitzen. Keiner kann dir das jetzt verbieten. Nein, ihr hört mir jetzt mal zu, ihr ekelhaften Schmutzviecher, ja? Es gibt Menschen, die haben nicht so ein tolles Leben wie sie. Die haben nicht von Mama und Papa alles bezahlt bekommen. Und die haben vielleicht auch mal Downs in ihrem Leben gehabt. Alles klar? Lassen Sie mich ausreden. Wenn ich am Reden bin, halten Sie die Goschen. Alles klar? Erste Sache. Zweite Sache ist, es gibt Menschen, die haben schwer im Leben. Die haben Schicksalsschläge. Sie wissen nicht, warum dieser Mann auf der Straße ist. Sie kennen nicht die Geschichte dieses Menschen und sie nehmen das Danke, Mario. Zu vielen Dank, Mario. Sie super Familie. Danke, Mario. Danke dir. Warum nehmen Sie den Mann fest? Er hat eine Fahne drauf. Danke dir. Hallo. Sie kommt einfach vorbei. Kommen Sie mal auf Seite, Herr Ulrich. Kommen Sie mal auf Seite. Ja, ich komme auf Seite. Du kannst hier, mach ruhig weiter. Oh, ja, ja. Das, wie geht es dir? Ging Obdachlosen. Ich gebe ihm was. Oh, hallo, Bello. Bist du immer noch Commander? Ja, wie geht's dir? Das geht so nicht. Das ist Hype, was du machst. Sag mal, Jetzt hör mal zu, Mario. Ich bin kein schmutziges Viech hier. Das ist Punkt Nummer 1. Du hast dich aber gerade leider benommen, auch wenn ich dich nicht so gerne nenne. Okay. Gut, das hat, damit hast du gerade die letzte Aussage von mir gerettet. Ja, aber gut, jetzt, darf ich hier wenn die Person jetzt hier hat die das der Hund, jetzt hat das der Hund erkannt. Ja. Ich rein da. Dieser Staat San Andreas, ja? Er hat eine Souveränität und ein Bild, ein Erscheinungsbild. Und wenn vor dem Exekutivorgan von der Hauptstation, von dieser, von der Polizei, jemand so vorne sitzt, was hat das für ein Bild gegenüber dem Staat und dem LSPD? Okay. Du hast mir das jetzt so erklärt, okay? Warum erklärst du das nicht dem geschädigten Menschen, der da sitzt? Denkst du, warte, lass mich nur einmal ausreden. Ich hab dich ja auch ausreden lassen. Lass mich nur einmal ausreden. Dieser Mensch, denkst du, der Mensch, der macht das gerne, da zu sitzen und sich so erniedrigen zu lassen auf dem Boden und nach Geld zu betteln? Denkst du, der macht das gerne? Nee, denke ich nicht. Der macht das nicht gerne. Der muss aber. Und hier ist gerade nun mal die einzige Anlaufstelle, weil er am Stadtpark weiter abgezogen wird. Ja, am Stadtpark wird er sonst weiter erniedrigt. Und da wird er vielleicht beklaut oder geschlagen. Hier ist er sicher und kann sich vielleicht den ein oder anderen Dollar verdienen, um sich was zu essen zu holen. Und ich finde das schade. Ich finde das schade, dass Sie so reden über Menschen, ja? Jetzt hören Sie mir zu, Herr Lecky. Nein. Schauen Sie. Ja. Ich würde mit dem Mann nicht so umgehen, wenn ich wissen würde, dass in diesem Staat einen schlechten wirtschaftlichen Zustand geht und der keine Möglichkeit hat. Herr Salami, einmal die Hände heben. Oh. Was? Die Hände einmal hoch. Ich bin nicht Salami. Was ist los? Ich bin nicht Salami. Nein, natürlich sind Sie nicht Salami. So schlecht. Ich bin nicht der Salami. Nach Ihnen wird gefahndet, Sir. Es ist so schlecht. Können Sie sich vorstellen, warum? Er versucht noch jeden Punkt mitzunehmen. Es nicht. Okay, ey, Bruder, das kannst du dir nicht ausnehmen. Ja, das war das Schlechteste, ich was ich in meinem Leben. Ich lese Ihnen mal ganz kurz was vor, was in Ihrer Akte drinsteht. Eine Sekunde. Was steht da drin? Ich habe nichts getan. So. Ey, Bruder. Moment. Mario Salami? Wir haben nicht die kannst du mir noch Systeme, die Kippe zurückgeben, Mario Salami? Dich und hilf mir hier raus. Ich kann dir nicht helfen. Du was habe ich denn getan? Hören Sie zu, hören Sie zu. Ja. Waffengebrauch an öffentlichen Orten, Waffengebrauch und Straftaten auf oder gegen Staatsbeamte, illegaler Waffenbesitz. Beim bunten Parkhaus auf Officer geschossen mit einer Gefechtspistole. Ich denke, wir hätten das geklärt, ja. Macht's jetzt blinken? Nein, keine Ahnung, was Sie meinen. Nein, natürlich nicht. Das hat sich der Kollege ausgedacht, ne? Ich war auch mal auf der Straße. Ja, aber hier gibt es tausend Möglichkeiten. Ja? Nee, gibt es ich bin nicht Mario Salami, Mann. Da kommen Sie auch. Ich bin Mario Salami. Ich bin Bubatz. Ich durchsuche Sie mal ganz kurz, ob Sie Bubatz da irgendwo den Personalausweis stecken haben. Immer so Bubatz. Ja, sag mir, ne? Mein Auto geklaut hat. Guck mal, alle werden festgenommen, außer ich. Und das nur, weil ich mich um Obdachlosen gekümmert habe. Bruder, was ist hier los? Warum ist jeder festgenommen? Bruder, was ist hier los, Bro? Das ist was echt gefährlich ist. Wenn es gut geht, tut mir noch ja, geht so. Es ist alles schwer auf der Straße. Ich will keinen rufen, ja? Wenn ihr da Scheiße am Stecken habt, dann hab ich nicht missgefunden, sehr gut, bitte. Sehr ja? Gut. Ja, ich bin ja trotzdem, zwei habe ich was im PD jetzt den Herr Hoffmann abgestochen, aber das war eher eine emotionale, persönliche Sache. Zeigen Sie mal, was da auf dem Schild steht. Sie haben sogar schon zweimal versucht. Hier auf dem Schild steht, wetten, dass... You can't hit me with a quarter. Und was hat das jetzt zu bedeuten?
Ja, wetten, dass sie mich nicht mit einem Quarter abwerfen können. Sie wissen doch, was ein Quarter ist. Das ist der Grund, weshalb sie hier sind. Ich dachte, sie haben kein Geld. Ja, das ja ist genau. Ja auch, das ist ja sie sollen mich doch mit Quartern bewerfen. Darum geht es doch. Sie okay. sind echt, also, sie sind nicht so die hellste Bühne. Haben sie irgendwie bei mir Hoffmann irgendwie andere... Also, wie sind sie denn hier reingekommen in den Laden? Ulrike. Entschuldigen Sie mich, der musste sein. Ja, gut, dann musst du auch leider die Geldstrafe zahlen. Warum denn? Welche Geldstrafe? Weil ich jetzt die Frage gestellt habe? Komm bitte, also mach dich jetzt hier nicht zum Clown, bitte. Der schmutzige Fisch davor, ne? Der schmutzige Fisch meinte den Hund. Was sagen Sie jetzt? Der ist so schmutzig süß, du bist so dirty, das ist unglaublich. Yeah, ein Feini bist du, yeah. Benno, du darfst natürlich in deinem eigenen Ermessen handeln, ne? Der versteht dich doch eh nicht. Doch, einmal der versteht mehr, als Sie denken. Er versteht mehr, als Sie. Sind bei eigentlich Hunde im Büro erlaubt? Ich könnte dazu jetzt was sagen, aber dann werde ich eingesperrt. Deswegen sage ich es lieber nicht. Besser ist. Benno, magst okay, du gut, den können Herrn wir das hier auflösen jetzt? Ja, ich gebe dem Herrn noch was zu essen und was zu trinken. Das hat sich jetzt der Polizist geschnappt. Ja, super. Warum heben Sie das jetzt auf? Ja, alles klar. Ich war's auf jeden Fall, ne? Ich war's auf jeden Fall. Wer hat das Geld jetzt aufgehoben hier? Bestimmt haben Sie es gar nicht mal gegeben. Haben Sie in die reine Tasche rein? Du weißt das. Jetzt machen Sie das bitte auf der Seite. Ekelhaft. So, du gibst ihnen jetzt die 100 Dollar, hast du verstanden? Ja, das war ihr eigener Neffe und dann sagen sie... Hast du verstanden, Uluda, die 100 Dollar? Er hat mir 16 Dollar gegeben. Ja, ich hab gar nichts dabei. Wie 16? Ich hab dir gerade 100 Dollar gegeben. Ja, hast du. 100 Dollar für Uluda, gib ihnen jetzt die 100 Dollar, bitte. Komm, durchsuch mich, bitte. Nee. Ich hab die 100 Dollar nicht. Ich sag dazu gar nichts, ob ich 100 Dollar habe oder nicht habe, das ist also... Sie haben die 100 Dollar wahrscheinlich. Der hat die 100 Dollar, der hat die aufgehoben. Warum denn durchsuchen? So, weil Sie die 100 Dollar gerade geklaut haben von einem Obdachlosen. Ich hab keine 100 Dollar. Sie sind mir schon eben negativ aufgefallen in einem Krankenhaus. Okay, alles klar? Gut, kurz, stopp. Wir machen das anders. Alle vier einmal Hände hoch dahin stellen. Ich hab aber keine 100 Dollar. Hallo, wo geht ihr jetzt hin? Ja, weißt du denn? Ihr wollt die haben Sie mich gerade zugehört? Alle vier Personen. Ach so. Das ja, aber ich hab den doch, dann gebe ich den nochmal 100 Dollar, kein Problem. Ach so, also Bewegungsfreiheit haben Sie doch gar nicht 100 hier. Dollar gegeben. Ja, ich wollte einfach nur ein bisschen Geld herauskitzeln für den Obdach. Mein Ach Gott, manchmal was Gutes tun, ist doch nicht schlimm. Das kann doch nicht ernst sein. Ich kann mich jetzt nicht dingen, weil ich hab Schlagstock dabei. Da machen Sie auch noch hier Fitner oder? Nein, das war nicht so gemeint. Gucken Sie mal nach, was noch so alles in der Tasche steckt. Da haben Sie das Geld, dass Sie Fitner sind. Reden Sie doch nicht von Fitner, Sie haben mir kein Geld gegeben. Die Armspende ist eine Säule des Islam. Richtig. Aber das sollte auch so mal einfach mal sollte man das tun, ja? Vielleicht gehen Sie einfach mal zum Müllabfuhr und können da arbeiten. Ja, Sie haben hier tausend Möglichkeiten. Warum? Was ist, wenn der hier eingeschränkt ist? Wird ihm jetzt nur die Müllabfuhr? Was haben Sie jetzt gegen die Müllabfuhr? Das sind auch sehr ehrenwerte Leute. Okay, wir lösen das Ganze dann hier auf, ja? Ihre Hände arbeiten. Ich finde das wieder jetzt menschlich abstoßend von Ihnen, dass Sie ihn anbieten, bei der Müllabfuhr zu arbeiten, ja? Gibt doch Ihre Tasche, wo Ihr Versammlungsrecht drin steht. Machen Sie Ihr ganzes Fahrzeug für ihn als Geschenk. Geben Sie ihm Kopierschüsse, dann ist doch alles gut. Sie können auch einfach mal jetzt die Goschen hören. Ja. Was für Fahrzeuge? Ich habe kein Geld für Benzin. Ich will das auch so beibehalten. Am besten macht es doch der Hund. Der steht hier einfach friedlich und guckt ein bisschen. Da Hunde sind auch die besseren Menschen. Alles klar? Tschüss. Genau. Herr Modi. Ja? Du hast uns hast du uns. Wir haben eine halbe Stunde vor Krankenhaus gewartet, dann wurden wir von irgendwelchen Gangstern gejagt. Wo jetzt bist wir du haben denn? Wir Probleme mit Polizei. Haben du beruhigt? Danke. Ich stehe einmal vor meiner Couch auf, in 4 Wochen. Ich will einmal mit dir gehen, du antwortest nicht, ich rede mit dir, du legst einfach auf. Jani, was ist das? Alp, ja, Salami, Walla, Alp, Alp ist das. Was soll das? Nein, soll ich dir sagen, warum? Weil Farhut ein Hund ist, in die Gelb, verstehst du das? Der hat mich verkauft, der hat mir Leute gesickt, die wollten mich absetzen und töten, Dicker. Die haben so Ratte, ich komm aus Krank. Ayo, pass mal ich auf. Ich bin dich mal ganz kurz, warte mal, du musst erstmal atmen. Ja, du weißt ganz genug, dein Puls ist nicht gut. Jetzt sag mal kurz so, beruhig dich noch. Ich hab jetzt alles im Griff. Aber du hast alles im Griff? Gewesen. Halbe Gruppe wurde festgenommen, Grad. Was für ein Griff? Mario schreit rund wie ein Autist die ganze Zeit. Inshallah wurden die alle gefangen. Farhut wurde festgenommen, nur ich wurde nicht festgenommen, weil ich mich wieder... Warte ich mal ganz kurz, hier ist irgendein so Penner, du so ein gearbeiten, geh zum Arbeitsamt und so. Bad, you can't hit me with a quarter. Du verpiss dich aus meinem Gesicht, nein, aus deiner Mähe. Nein, das ist ein Obdachloser, nein, doch nicht zu ihm, den hab ich doch geholfen. Der stinkt. Boah, du Mies, Hallo, Digga, Herr geh Modi. Bloß zur Seite mit dir. Herr Modi, nein, bitte, ich bin der ist obdachlos, bitte. Halt dein Maul, du Penner, nein, verbiss bitte. Dich hier. Herr Modi, bitte nicht zu ihm, ich hab dem doch, das war doch der, dem ich geholfen habe. Warum f*** du ihn hier so? Ach, der hat Geld? Warte, ich zieh den gerade an. Nein, der hat 2 Dollar bekommen, bitte entspann dich doch mal. Pass mal auf, Ayo, hör mal ganz kurz so. Wir wurden doch, da war doch die Sache mit dem Suppe. Wo bist du denn? Komm mal vorm PD mit ab. Ich bin vorm PD gegenüber.
Fahr mir Richtung Abslepo von der Polizei. Komm mal her. Okay, ich bin gegenüber, ich warte auf ein Auge. Ah, ich seh das, ich seh das. Ja, es kommt. Es kommt jetzt zu dir, dann okay, reden komm, wir von komm. Auge zu Auge. Okay, komm von Auge zu Auge. Von Mensch zu Mensch. Bruder, ich melde mich gleich her. Ja, danke dir. Versuch das Auto zu sichern. Danke ist, nochmal, ist das ne? Irgendwie dein Butler? Jedes Mal, wo du bist, ist dieser ja, Unlauter. Ich hab ihn angerufen. Ich hab ihn angerufen. Alles klar? Ja, aber der hat den Bereitschaftsdienst für dich? Oder was ist das? Der hilft mir immer. Der greift mir unter die Arme. Der ist ein Freund. Ja. Ah, okay. Das kennen sie auch, wenn du Freund hast. Guck mal, bis jetzt hast du mir nichts verraten. Weißt du, was die gemacht haben? Ich hab dich auch nie verraten. Niemals hätte ich das machen wollen. Du bist in diesen Supermarkt gegangen, ne? Dann kam einer mit Waffe rein. Ich dachte, der will dies. Direkt habe ich den Hund getasert. So, weißt du, was ich meine? Ja, aber dann drehen die doch erst recht durch. Kein Wunder, dass ja, du einen Schießer hast. Ja, guck mal. Ich dachte, es sind an dem Auto. Außer das habe ich. Also, ich dachte, du wärst am Auto. Du bist aber drin geblieben. Egal, wir sind abgehauen. Auf einmal. Ich versuche so, dies, das, so. Soll ich noch nachfragen? Mach es so Drive-by, die Drive-Skills und so, ne? Okay. Jedenfalls, lange Rede, kurz. Da sind Mario, ist schon die ganze Zeit im Auto. Bitte nicht! Bitte nicht! Alter, ich ergebe mich! Mein Name ist er! Was ist denn so, mein Schwester? Wenn Mario schreit, ist die Situation zehnmal schlimmer, weil er schreit, so, als würde er gerade sterben. Ich habe mich gefühlt, als wäre es mit einer Freundin. Weißt du, was ich meine? So. Ja, ich weiß, der hat auch eben genauso hätte vor PD rumgeschrieben. Dann kannst du dir ja vorstellen, wie die Kopf gehandelt haben. Ja, natürlich, es wurde gefickt. Er denkt, er wäre schlauer. Ja, so. Jedenfalls, jetzt pass auf, wir kriegen dann ein Auto und fahren diese Leute, dieser Diesel, mit dieser Glatze. Hier, ich habe ihn getroffen, Jungs. Der ist voll korrekt. Korrekt? Weißt du, was der gemacht hat? Der hat mich abgeknallt. Warum? Wie der hat dich abgeknallt? Warum? Pass auf, Mario, jetzt sag ich dir was. Du warst nicht dabei. Weißt du was? Pass auf, wir steigen so aus. Ich versuche die Situation zu klären, damit Fahrrad und Dings nicht ins Krankenhaus kommen, weil die gesagt haben, die haben Probleme mit Nieren und so und die machen das nicht. Jedenfalls, die Sache ist so. Ich versuche so. Ich sage, ja, ich habe nur getasert, weil wegen meinem Freund. Ich wollte keinen Stress. Auf einmal sagt dieser Diesel, gut, Leute, zieht die ab und dann gehen wir. So, okay, und dann ist bei mir. Ab dann ist dein, ab dann ist das Serum bei mir durchgebrannt. Nee, dann habe ich den natürlich Diss gegeben, den Hund. Weißt du, was ich meine? So, habe ich den zweiten auch ein Diss gegeben. Ja, so, alles gut, haben die mich abgeknallt. Okay, ist egal. Aber weißt du, was danach passiert ist? Ich telefoniere mit Mario, sag, wo bist du? Er sagt so, ja, ich bin hier mit diesem und den anderen. Auf einmal sagt er, ja, wo bist du im Krankenhaus? Ja, warte kurz, wir holen dich. Ja, die wollten dich abholen, wir wollten dich abholen, damit die das klären können. Warte, jetzt hör gut zu, was passiert. Ich gehe aus diesem Krankenhaus raus, ne? Ich gehe 10 Meter nach links. Hier. Auf einmal kommt so ein BMW X7, dieses fette Teil. Weißt du, was ich meine? Diese neue. Genau, auf einmal sagen die so, ey, bist du Hamodi? Fahrrad hat uns gesickt und das abzuholen. Ich sag dir, nee, ist noch. Ja. Auf einmal, Ayo, warte mal, auf einmal, Ayo, ich höre nur noch. Weißt du, was ich meine? Auf dich geschossen. Ja, haben die. Lass das komm, doch wir gehen mal zur Polizei. Wir gucken mal, was ich hab jetzt. Wir gucken jetzt mal, ob es vielleicht können wir die besuchen. Ja. Doch, wir kriegen das hin. Wir klären das. Ich bin Dings. Der soll sich entschuldigen. Damals in Berlin, als ich war in Berlin, ich hab Friedensstichter gemacht. Friedensstichter gegen zwei arabische Großfamilien. Kennst du die? Diese Leute? Welche Großfamilie? So zwei Großfamilien. Einmal Abu Chapa Clan. Ja. Und der, hier, Remo. Ja. Ja. Ich hab da immer Friedensstichter gemacht. Alles gut? Ja. Du bist sehr selbstbewusst heute. Was hast du heute so gegessen, Herr Modi? Lammkotelett? Was hab ich? Lammkotelett? Woher weißt du das? Ach, war einfach so geraten tatsächlich. Ich hab mir jetzt so gedacht. Und Bolo de Caco hab ich auch gegen. Ja, natürlich. Können Sie mal gegen die Türe da hauen? Hallo? Was für gehauen? Es hat doch keiner gegen gehauen. Wir was für gehauen, du Glatzkopf? Mach mal die Augen auf. Olum, was los mit dir? Mach die Augen auf und direkt danach. Ohren auf. Sie, was ist mit Ihnen los? Ganz kurz, bitte machen Sie die Tür auf, wir wollen einen Besuch und den Abstand. Ein was? Besuch? Wir wollen besuchen, mein Cousin. Mario okay, da müssen Sie erstmal durchsuchen, die Ersaffen. Ja, kein Problem, gehen wir gerne. Du laufst. Okay. Ja, durchsuch. Mach. Oh, ich muss kurz pinkeln, eine Sekunde. Scheiße. Sind legal, ja, aber egal, trotzdem. Gut, Sie haben auch nichts dabei, ja, dann kommen Sie mal mit. Oh, wir gehen durch die Grasse. Wir liegen zwei Magazine. Cool. Ja. Hey, Kollege will wohl nichts mitkommen, oder wie? Wo ist der denn? Ja, bei der Tür da vorne. Herr Moody, komm hier durch die Garage, du Vollidiot. Komm doch mal bitte zur Garage, was machst ja, du denn da? Ja, los, komm, geh. Du bist heute genau so, dann beschwerst du dich, wenn ich so bin. Ja, ich hab keinen Bock mehr auf die Scheiße.
Was redest du denn da? Warum bist du denn jetzt wieder Trick? Es reicht, ey, und war ein Knast. Es wurde abgeknallt, es wurde gefickt. Meine Mutter versnässt und das. Ja, und was holst du jetzt rum? Aber dann immer bei mich rumholen, ne? So eine Fresse ziehen immer, ne? Schön, so eine schöne Fresse ziehen. Nö, genau, ich so hab ja gute Fresse. Laune, da ist ja der Unterschied. Ja, ja, merk ich. Ey, was machen die denn? Die machen Dreier in der Zelle. Guck mal, die machen Dreier. Wie Dreier in der Zelle? Guck mal, die f***en da. Ja, das kann ich jetzt nicht, also das ist... Ach, du kranke... Oh, die sind... Nee, die tragen sich nur kurz. Hallo, lassen Sie den Herrn da runter. Alles gut, ja. So, ja, das sind die zwei. Ja gut, sie kriegen 5 Minuten hier. Vielen Dank, ja. So, ihr Vollidioten, was habt ihr denn für eine Scheiße da gemacht? Könnt ihr mir das erklären? Ihr so, Ayo hat mir gesagt, was ihr gemacht habt, ihr Verräter. Nein, komm, jetzt mach nicht so, bitte. Sei ehrlich und sag ehrlich, was ich dir gesagt habe, Mahmoud. Ja, nein, du hast das korrekt gesagt, aber es ist für mich trotzdem Verrat auf meinem Buch. Guck mal, die hören nicht zu, die sind nur wohl... Das, ich zeig's auf den, guck mal, Farud, mach mir jetzt einen auf Musiker an der f***en Song, weißt du, was ich meine? Ich hab dir schon mal was dazu gesagt, hör auf. Was wollt ihr jetzt, Jungs? Wollt ihr uns hier rausholen oder was? Farud. Farud, willst du auch mal... Mach noch lauter, vielleicht... Das wir sind doch Christian, wir sind traurig! Mach noch lauter, das Würfelbank ist auch... Ihr habt uns verraten! Ach. Guck mal, das Vierter, passiert. Zweiter. Siehst du, was da diese Menschen... 4.4.2022. Siehst du, warum ich allein auf eine... Achlet! Siehst du, warum ich allein auf eine Insel möchte mit niemandem, was zu tun haben möchte? Ja. Achlet! Merkst du das jetzt? Es ist zwar dein Mann. Hast du gesch***, Bruder. Ich wollte gerade richtig diese Filme in den Knast machen und du machst das alles kaputt. Was ist los, Jungs? Wir müssen das klären. Du kannst das später machen. Okay, es geht hier gerade um den Kreis hier. Der zerbricht gerade. Verstehst du das? Oder was für ein Kreis? Wir haben uns doch nur gegenseitig Bruder. Gegenseitig? Ich habe euren Arsch gerettet, versucht, die Situation auf korrekt zu klären. Und du sickst mir die Leute, dass die mich abknallen. Schau mal, Ayo, habe ich nicht die ganzen Jungs da zusammengetrommelt, damit... Das alles damit geklärt wir das wird. Können? Doch, ja, dieser Hamudi, dieser Vollidiot mit IQ von Taschenrechner, sagt zu mir: Ja, du hast mich verraten. Okay, Farud, auf meiner Welt. Ich mache eine Kurzfassung. Ich gehe aus Krankenhaus raus. Ja, ey, du. Farud hat uns gesagt, wir sollen dies abholen. Deswegen wissen wir, dass du im Krankenhaus bist. Na, kein Problem. Ja, aber ich will laufen. Ich fahre euch nach. Lass mich doch mal ausreden. Bleib stehen oder lass du bist tot. Ich sag nicht, weißt du warum? Weißt du warum? Weil ich gesagt habe, holt Hamudi her, damit wir das klären, du. Super. Hast du verstanden? Bitte. Ich will nicht so oft das Wort tun hier. Okay. Super Plan, Farud. Die Leute abgeknallt, sollen wir uns gleich nochmal abzuknallen. Vielen Dank. Damit. Was machst du? Danke, Mario. Alles gut, nein, alles gut, Digga. Alles gut. Ausgerotzt. Sorry. Ey, das war aus Versehen. Tut mir leid. So. Ey, bitte. Tut mir echt leid. Ich werde jetzt die Engel anrufen. Guck mal, jetzt lacht die noch. In 30 Sekunden lacht die nicht mehr. Hier. Ich will auf jeden Fall heute nichts Rotes sehen. Das war, glaube ich, in der Bibel verboten. Das tut mir leid, dass ich das gemacht habe. Also. So. Farud, ich will ja nichts sagen, aber du sagst, dass dein Freund, weißt du, was der Typ gesagt hat? Du sagst, dass dein Freund, dieser Glatzkopf, wir stehen da, er sagt, so, zieht die alle ab und wir hauen ab. Das ist doch unkorrekt, oder, Mario? Sag doch auch mal was dazu, Land. Guck mal, oder ich finde das nicht korrekt. Ich distanziere mich. Nein, jetzt mal ehrlich, Jungs. Nee, nicht distanzieren, immer distanzieren. Du kannst dich von ganz anderen Sachen distanzieren, du F***. Alles klar? Aber nicht davon. So, jetzt ist mal Zeit, das hier zu klären. Ich kann das verstehen, auf einer Seite, dass der Herr Salami da jetzt wirklich, dass der Herr Mudi wirklich da jetzt enttäuscht ist, weil für ihn sieht es so aus, als hättest du ihn halt, verraten wollen. Verraten. Aber das habe ich ja nicht. Ich habe ja extra Hamudi, wir haben... Was? Wo ist der hin? Er ist entlassen worden, der hat ihn noch rausgebracht. Achso, ich dachte, du jetzt ihn entlassen. Ich auch! Ey, Hamudi! Ja? Bruder, du bist doch mein Bruder. Du weißt doch, ich will dich nicht... Ja, aber Mario, guck mal, wir waren doch vor Ort, weißt du noch, wo ich versucht habe, die Situation zu erklären? Das muss ja auch logisch sein, das hat alles keinen Sinn gemacht hier irgendwie. Mario, ich sag doch nochmal was. Guck mal, wir standen doch da. Sag doch mal ja, dass du mir zuhörst, du F***er. Wir standen doch da. Ich esse gerade Schokolade, Mann. Dieser Glatzkopf hat doch gesagt, zieht die ab. Weißt du noch? Ja, aber Ricardo war dagegen. Ja, aber Riss ist, aber der hat gesagt, zieht die ab. Und dann bin ich durchgedreht. Wenn das ein... Okay, super. Komm, wir gehen. Ja. Nur einmal. Wollen Sie mich verarschen? Entschuldigung, ich war doch früher hier. Ich kenne mich aus.
Nein, sie haben den Zief abgestochen, so wie ich es gehört habe. Richtig. Ja, deswegen sind sie auch nicht mehr hier. Genau. Adios. Schönen Abend noch. Schönen Abend noch. Ja? Entschuldigung für die komplizierte und lautstärke Unterhaltung da unten. Ja, alles gut. Kein Problem. Haben Sie einen schönen Abend, passen Sie auf sich auf, ja? Ja, ebenfalls. Und ja. Passen Sie auf sich auf, ja? Und haben Sie einen schönen Abend. Ja, ja? Sie können jetzt gehen. Sie können jetzt ruhig, passen, ne? Also Sie ja, können jetzt aber gehen. Bleiben Sie auch bitte gesund, ja? Und passen Sie auf sich auf. Mhm. Ja, alles schönen gut. Abend noch. Tschüss. Ja, dann, tschüss, ja? Passen Sie auf sich auf. Bleiben Sie gesund, genau, ja? Ja? Schönen Abend noch. Passen Sie auf sich auf, ja? Bleiben Sie gesund.